Erinnerungen an einen großartigen Künstler, an dem man in Rom nicht vorbeikommen kann. Der Petersplatz, der berühmte Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navone, die Skulpturen in der Villa Borghese und sehr, sehr, sehr viel mehr. Gian Lorenzo Bernini hatte großen Einfluss auf Bildhauerei und Architektur, obwohl er als Architekt überhaupt nicht ausgebildet war. Seinen Zeitgenossen galt er als neuer Michelangelo. Konkurrenten verstand er erfolgreich wegzubeißen und er wurde sehr, sehr alt. Vor 425 Jahren wurde Gian Lorenzo Bernini in Neapel geboren, am 7. Dezember 1598. Sven Hecker mit dem Stichtag. Ein Leben für Rom, so kann die Vita von Gian Lorenzo Bernini überschrieben werden, mit Recht. Was Bernini in 6 Jahrzehnten bis zu seinem Tod im Jahr 1680 schafft, das prägt bis heute das barocke Gesicht der ewigen Stadt. Die ersten Lehrer Gian Lorenzos sind Rom selbst und sein Vater Pietro. Der bringt den 8-Jährigen aus dessen Geburtsstadt Neapel mit, bildet ihn in seiner Bildhauerwerkstatt aus. Nach getaner Arbeit streift Gian Lorenzo durch die Stadt zur Villa Borghese, zum Vatikan. Wo die berühmten Antikensammlungen, die Statuen der Antike, die man wiedergefunden hatte in der Renaissance in Rom, sich befanden. Und dort macht er sich an Zeichnungen, an Studien, aus reinem eigenen Interesse, aus Begeisterung für die Kunst. Der Kunsthistoriker Arne Karsten. Mit 16 beginnt Bernini eine seiner frühesten noch erhaltenen Arbeiten, eine Statue des heiligen Laurentius. Hier schon zeigt sich, was eine seiner Stärken wird. Seine besondere Fertigkeit, auch sein besonderes Interesse gilt der Umsetzung von Dynamik in den Stein, in den Marmor. Und beim heiligen Laurentius ist das schon sehr eindrucksvoll gelöst. Er zeigt unter dem Rost die züngelnden Flammen des Feuers. Schon früh bekommt Bernini so den Ruf eines Wunderkinds. Um 1615, erst gerade 17, übernimmt er den ersten Auftrag für Maffeo Barberini. Als der dann als Urban VIII. Papst wird, steigt Bernini zum führenden Künstler Roms auf. Das Urteil Urbans über Bernini: ein seltener Mensch. Von sublimer Begabung, durch göttliches Wirken geboren, um zum Ruhme Roms Licht in dieses Jahrhundert zu tragen. Und zum Ruhme seiner päpstlichen Auftraggeber. Wie kein anderer Meister seiner Zeit erfüllt Bernini ihr Bedürfnis nach Selbstdarstellung, Selbstverherrlichung, indem er sie dynamisiert. Revolutioniert Bernini die barocke Bildhauerei und die Architektur. Der Stein wird bei ihm lebendig. Die Fassaden kommen Bewegung, sie bekommen eine stärkere Tiefenstruktur gegenüber der Renaissancekunst. In der Architektur geht es Bernini um die große, einheitliche Gesamtwirkung. Ihr soll sich das Detail, das Einzelwerk anpassen. 1629 wird Bernini zum Architekten des Petersdoms ernannt. 40 Jahre baut er dort mit seinen Assistenten, drinnen und draußen. Er säumt die vormalige Brachfläche vor dem Dom mit bogenförmigen Säulengängen und schafft mit diesem Petersplatz ein grandioses Entree für den ganzen Kirchenstaat. Sie sind für Rom gemacht und Rom für sie. So soll ihn Urban VIII. Gepriesen haben. Allerdings 1644, nach dem Tod seines großen Gönners, fällt Bernini zunächst in Ungnade, erhält keine öffentlichen Aufträge mehr, bis er, dank alter Kontakte, seinen Entwurf für einen Vier-Ströme-Brunnen auf der Piazza Navona vorstellen kann und den Zuschlag erhält. 8 Päpsten dient Gian Lorenzo Bernini in seinem Leben. Nur einmal verlässt er aus Arbeitsgründen Rom, 1665. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Ruft, der Louvre soll umgebaut werden. Doch am Ende wird kaum eine von Berninis Pariser Ideen umgesetzt. Nach einem halben Jahr ist er zurück in Rom, in seiner Stadt.